Rezepte einfallen lassen, und zwar, es wird an meiner Seite geben, zum einen eine Bärlhornbrust gefüllt mit Ziegenkäse. Das Ganze wird langsam gegart. Dazu gibt es einen Couscous mit Karotten. Und dann wird es geben ein leckeres Bärensüppchen, und dazu gibt es so schöne kleine Würfel aus Buttermilch. Ich wäre eigentlich damit zufrieden. Aber ich weiß, noch jemand will heute was kochen, nämlich der Horst. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, aber eins ist ja klar, mit diesen Gerichten kann ich nicht mithalten. Aber trotzdem werden wir was sehr Leckeres machen. Und zwar werden wir einmal die Vorspeise machen, dann werden wir Mozzarella in wunderbaren Schinken mit Salbeiblättchen ausbraten, einen wunderbaren Rucola-Salat mit einem traumhaften Sößchen dazu. Und ich selber werde versuchen, einen Lachs auf frischem Blattspinat zu zelebrieren mit einer Zitronen-Hollandaise, natürlich von dieser Hand aufgeschlagen. Aber was ist eine Hollandaise ohne Eier? Was ist Horst Lichter ohne Lafer? Johann, bist du da, Schatzi Maus? Ja, ja, danke. Ja. Willst du es wirklich öffentlich machen, Johann? Das muss ich öffentlich machen, ja, komm, denn mach's öffentlich. Wir beide sind schon als Köche auf die Welt gekommen. Guck mal, ja, das Foto an. Das möchte ich mal anschauen jetzt. Wir sind von Kleinkind an zusammen. Guck mal her. Ja, und aber man sieht damals schon, wie Johann mich auf den Topf gesetzt hat. Aber ist eigentlich herrlich, das war die Kerstin. Ne? Kannst du den Nachnamen aussprechen? Kerstin Krumlowski. Krumlowski, ja. Also vielen, vielen Dank. Wir werden es gleich an den Kühlschrank hängen, oder? Ja, aber hallo, möchtest du deinen oder? Ja, soll ich mal, bei dir hängen mehr Babys. Komm, häng bei dir auf. Zu mir hin, ja, genau. Sag mal schon, wer bei dir heute als Gast da ist. Soll ich sagen? Ja, bitte. Weil Johann ist ein bisschen neidisch, ganz ehrlich. Das ist die dritte Sendung hintereinander, wo ich eine Dame habe. Und ich muss sagen, Schönheit, Eleganz, Humor, berühmt, Schauspieler, Moderatorin. Für mich einer der besten Comedians Deutschlands. Aber ich sag nicht wer, Johanna, kannst du nicht gegen anstinken. Kannst du nicht gegen anstinken. Aber ich sag dir eins, heute darfst du dich mit mir nicht anlegen. Denn an meiner Seite, der Mann ist der stärkste Mann der Welt. Und das ist gefährlich, wobei ich bin, kann sehr flott sein. Ich kann sehr flott sein. Und mein Gast wird wahrscheinlich so lustig sein, dass dein Mann sich den Bauch hält vor Lachen, da er mir nicht mehr hinterher kann. Meine Damen und Herren, ich mache es jetzt nicht mehr spannend. Mein Gast, auf den ich mich unglaublich freue heute, ist Mirja Böss. Und Matthias Steiner. Grüß dich, mein Schatz. Jetzt. So, ja. Boah, da haben wir die Toben hoch, wa? Ja. Das ist ja nett, schon wieder. Naja, ich habe mir heute so ein wunderschönes Gericht für dich ausgedacht. Weißt du, so ein lecker Salätchen und mit ein bisschen was von dem Käse in Schinken gebacken. Dann haben wir mehr Zeit für Blödsinn zu machen. Okay. Weil ich genieße es unglaublich, neben dir stehen zu dürfen. Das ist schön, ich auch. Also weil, ich habe eben noch, als du mich anmoderiert hast, habe ich noch gedacht, kommt noch jemand anders. Aber das war doch ich, ne? Das warst du, das war sehr, das war sehr nett. Ja, was heißt sehr nett? Ich kann nicht anders. Ne? Weißt du, wie viele Männer würden gerne mal neben dir auf der Bühne stehen? Ja. So, du kannst einfach schon mal starten mit dem Salatsößchen, wenn du möchtest. Ah, mit dem fange ich an. Hier drin, ne? Ja, weil ich habe hier so einen wunderbaren Feigenessig. Ja. Mhm. Feigenessig, schönes Olivenöl, ein bisschen Balsamico. Salz, Pfeffer kommt mit rein, schön aufschlagen, ein bisschen Wasser mit rein. Und dann machst du mal so ein Sößchen, wie dir am besten schmecken würde. Und ich kümmere mich derweil mal ein bisschen. Was hast du da? Feigenessig? Feigenessig, ja.
Ja, Senf. Ich habe nicht verstanden. Feigenessig kenne ich gar nicht. Habe ich nie gesagt, oder? Nein. Ja? Wer sagt hier doch? Raus. Kann man Publikum noch mal austauschen? Nee, die Kameraleute bleiben hier. Da läuft gar nicht. Ne? So. Aber Johann, kannst du dich noch erinnern? Du hast doch mal dieses wunderschöne Gericht gekocht. Ist schon ein bisschen länger her. Ja. Da wolltest du was machen mit Birnen, mit Äpfel, Kartoffelchen, ne? Birnen, Bohnen und Speck, aber genau. Es waren keine Bohnen da. Ja, du hast das ohne Bohnen gemacht. Das ist eine Sensation gewesen. Ja. Erste Mal in meinem Leben, dass ich Birnen, Bohnen, Speck gesehen habe. Ja, also. Komplett ohne Bohnen hat Johann das hingekriegt. Birnen, Speck quasi. Ja, aber lecker. So, Speck ich mache heute eine Berlhuhnbrust, wie man hier sieht. Ein besonderes, tolles Fleisch von einem Berlhuhn. Die Brust, und jetzt tue ich die füllen mit Ziegenkäse und Minze. Und dann tun wir die nachher schön im Vakuumbeutel im Wasserbad garen, erstmal, damit sie schön saftig wird. Ja? Matthias, was machst du? Erzähl mal kurz. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich bin gerade dabei, Buttermilch mit Zitrone und Zucker abzuschmecken. Allerdings brauche ich einen Löffel zum Abschmecken. Man muss eins vielleicht dazu sagen, für alle Fans, natürlich klar, aber für alle Zuschauer, die Diabetiker sind. Du bist ja selbst einer. Ja. Und du wirst heute mal zeigen, dass man als Diabetiker perfekt und gut essen kann, ohne auf bestimmte Dinge zu verzichten, richtig? Ja. Wir müssen ein bisschen schummeln. Zucker muss eigentlich fast überall rein bei Süßspeisen. Genau. Das darf ein Diabetiker auch, wenn es alles in Maßen ist. Genau. Denn Zuckerersatzstoffe sind auch nicht gerade die besten. Deswegen darf man ein bisschen Zucker verwenden. Und ich habe jetzt gerade gelesen in einer Zeitung, er braucht täglich bis zu 8000 Kalorien. Kann man das überhaupt essen? Das ist maximal. Also zwischen 5.000 und 8.000. Und man kann es nicht essen. Also wir trinken dann auch Kohlenhydrat-Shakes. Das eigentlich praktisch reiner Zucker ist, mit Milch aufgerührt, nur halt ein bisschen zünder als Zucker. Und das aber nur, wenn ich halt wirklich extrem viel trainiere. Dann muss ich praktisch aber das, was ich verbrenne. Wie viele Portionen Spaghetti sind 8000 Kalorien? Das habe ich noch nie gezählt, kann man auch nicht essen, denn dann könnte ich nicht mehr trainieren. Also es ist dann schon mit Getränk, um noch trainieren zu können. Wie viele Kalorien brauchst du? Also ein normaler Mensch, also ein normaler Mann, braucht am Tag, vielleicht haben die Herrschaften im Publikum gar nicht verstanden, weil er kam kein Raunen, braucht zwischen 2.000 und 2.500 Kalorien, damit er sehr gut arbeiten kann. Ich brauche pro Tag zwischen 12.000 und 18.000 Kalorien. Ja, damit ich diesen Nervenstress mit Johann überstehe. Da verbrennt man ja unfassbar Energie bei. Das ist schon klar. So, aber 8000 Kalorien, das ist eine richtig große Anstrengung, die zu essen. Weil viele Menschen, die gerne ein bisschen moppelig sind und sagen, ach ja, ist doch schön. Ganz ehrlich, wenn man das sportlich tun muss, Matthias, ist das sehr anstrengend, diese Portion zu essen. Es ist essen müssen, ja. Teilweise, ja. Und das muss ja auch ausgewogen sein, weil sonst wirst du ja wieder krank davon. Ja, ne? Es ist nicht immer Genuss und machen wir eben über den Hunger drüber essen. Ja. Es gibt schönere Dinge dann als essen. Nächstes Jahr am 8. August sitzt ganz Deutschland vor dem Fernseher in London, Olympiade. 7. August, ja. Olympiade. Ja. Wie schaut's aus? Ja, das werden wir dann sehen nächstes Jahr. Also, es ist noch ein Stück hin. Aber? Ich bin in bester Vorbereitung. Bester Vorbereitung. Ja, wir haben sie eingestellt. Ja, du machst doch schmecken. So. Du machst jetzt erstmal. Also, ich habe jetzt abgeschmeckt, weil es schmeckt schon relativ süß, obwohl wenig Zucker drin ist. Genau, jetzt machst du hier zu dieser leichten Gelatine. Buttermilch die Gelatine dazu ausdrücken, bitte. Gut. Aber wonach soll das hier schmecken? Weil du gesagt hast, abschmecken. Ja, abschmecken heißt, es muss gut schmecken. Abschmecken ist ein Ausdruck, das heißt, es muss gut schmecken. Mir schmeckt's. Dir schmeckt's, okay. Dann werde ich gleich sag mal, Mirjam, ganz kurz zu dir. Ja. Wie viel Kalorien muss denn ein Comedian vorher zu sich nehmen, damit er so ein Bühnenprogramm übersteht? Es kommt jetzt drauf an, welcher Comedian, ne? Da gibt's ja verschiedene. Also, Cindy. Wird mehr als ich. Aber ja. Das ist ja nicht schlimm. Ich würde. Nee, man darf auch so viel, wie man will, darf man, finde ich, oder? Außer man soll man kannst nicht. Kannst du vor der Bühne essen? Ich meine, ich muss erst mal sagen, danke schön, dass du überhaupt, bitte. Weil sie fängt jetzt wieder mit dem neuen Bühnenprogramm an, dass du überhaupt noch Zeit gefunden hast, vorher hier hinzukommen, so ein bisschen zum Entspannen. Weil bei mir ist ja immer so, dass ich dann ganz nervös bin und nichts mehr machen kann. Ich bin ja nicht nervös. Das heißt, du bist völlig relaxed. Ich lasse das einfach weg mit nervös, das ist dann besser irgendwie. Das heißt, du gehst direkt raus auf die Bühne und sagst dann nervös, vergesse ich. Ja, und dann, ich esse auch manchmal auf der Bühne, wenn mir Leute Süßigkeiten hochwerfen, esse ich die. Auf der Bühne? Ja. Ich esse gerne. Ist das schlimm? Nö. Aha. Johann, uns hat noch nie jemand was zugeschmissen, wenn wir hier vorne stehen. Ja, frag dich mal, warum. Ja.
Doch, nein, 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 nein. Wie, nein, doch, nein, doch, nein, die nein, haben nein. schon Dinge bekommen, aber darüber möchte ich in der Öffentlichkeit nicht sprechen. Die habe ich auch. Die kriegst du auch? Natürlich. Ich habe mir das ja verboten, mit den Schlüpfern auf der Bühne schmeißen. Warum? Ja, letztens kam einer auf die Bühne geflogen, der war so groß, da dachte ich, der Vorhang geht zu. Ja? Matthias, bei so einem Wettkampf kriegst du da auch mal auf die Bühne geschmissen? Essen? Oder? Ja, zum Beispiel. Anziehsachen. Also Rosen meinst du oder so irgendwas? Ja, guck mal, wenn Mirja auf der Bühne steht, kriegt sie schon mal was Süßes von Fans auf die aber Bühne. Aber nur nach Aufforderung. Ich frag schon vorher, hat jemand ehrlich? Was? Ja. Nee. Wieso nicht? Du gehst wirklich raus auf die Bühne und sagst, hat irgendeiner ja, nicht direkt, ich sag erst hallo. Aber wenn dann jemand, wenn jemand dann mir Essen geben will, nehme ich das. Echt? Ja. Das ist ja, weil manchmal in Theatern essen die Leute ja während der Vorstellung auch. Dürfen die, ne? Dürfen die? Und dann bin ich ja unglaublich neidisch und dann geben die mir manchmal was ab. Also das finde ich jetzt aber wirklich beachtlich. Ich habe ja Panik zu essen vor der Bühne. Warum? Weil kommt das dann direkt wieder? Nee, ich habe ein einziges Mal, vergesse ich nie, eine halbe Stunde vor Auftritt so einen richtig starken Kaffee getrunken. Und man hatte mir so leckere Bütterchen geschmiert. Ja. Und die wollte ich aus Höflichkeit jetzt nicht essen. Und habe die gegessen und stehe dann so 20 Minuten auf der Bühne und auf einmal merke ich, ein Rumpumpeln. Ein Rumpumpeln. Mhm. Weißt du, und dann ist so ein Moment, wo du denkst, was würde ich jetzt alles tun, um auf die Villeroy & Boch Ausstellung zu können? Und seit der Zeit habe ich da Panik. Ne? So. Johann, kriegst du eine Überleitung zum Essen jetzt hin? Jetzt muss ich kurz mal den Zuschauern was zeigen. Und zwar, ich gar heute meine Hühnchen, meine Berlhumbrust, nicht, indem ich sie in der Pfanne anbrate, sondern oft bekommen wir Zuschriften, wie kann man Fleisch besonders saftig garen. Ich nehme jetzt einfach einen Plastikbeutel, gebe da hinein dieses Fleisch, dann habe ich irgendwo eine Schnur gehabt, wo ist die denn? Hier, binde jetzt den Plastikbeutel zu und gare erstmal das Fleisch im Wasserbad. Und zwar in einem Wasserbad bei 70 Grad. Das ist eine tolle Idee. Ne? Ja. Im Einkaufsbeutel brauchst du gar nicht auspacken. Zack. Ja. In der Waschmaschine 70 Grad Kochwäsche. Legen wir das einfach hier so, wie es ist. Guck mal. So rein. Übrigens, kein Spaß. Ja. Das kannst du auch in der Spülmaschine machen. Aber ohne Spülmittel, oder? Nein, die Spülmaschine hat auch 70 Grad ungefähr. Stimmt, ja. Hat die mehr als 70 Grad? 65 haben die da mal, oder? Ja, oder 70. Aber das kannst du auch machen. Drei, viermal durch die Spülmaschine. Ohne Spülmittel, ne? Nein, wenn es zu ist, kommt da nichts rein. Man sieht ja nichts. So, komm mal her. Ist ja auch nicht schlecht. Da kann man vom Vorabend das Geschirr reinkloppen und zwischendurch machst schon mal die Hähnchenbrust zart. Ne? So, wunderbar. Perfekt. Gut, gut, gut. So, jetzt noch mal kurz zu unserem Mousse von der Buttermilch. Also hier haben wir Buttermilch, Gelatine, Zucker und Zitrone. Das ist jetzt hier etwas fettreduzierte Sahne, richtig? Und das muss jetzt unterheben. Ich habe das Fett reduziert, ja. Das ist draußen. Und dann tun wir das dann einzeln. Er hat das Fett reduziert. So, nein, es gibt's wirklich. Ich habe Gelatine gemacht, ich habe es ausgequetscht. Ja. Das ist weg. So, genau. Da könnte ich mir schon mal, wenn du sagst, ich hole die Wahrheit aus dir raus, hätte ich schon Angst. Weil bei ihm habe ich das Gefühl, die kommt ganz anders dann raus. Ne? So, mein Hühnchen ist jetzt da fertig. Aber ich möchte jetzt mal zwischendurch die Aufmerksamkeit auf Mirja legen. Jetzt mal ganz meine ohne Röllchen, Quatsch. Also mal hier die Röllchen, jetzt sieht. Weil was? Ja, du hast ja sonst keine Röllchen. Und sonst, nö. Nein. Du hast ja gleich das Problem wie ich, die Kameras verzerren den Körper dermaßen. Ja. So, nein, sie arbeitet nämlich richtig kräftig. Sie hat schon Salatsoßen gerührt, die gucke ich gleich mal, wie sie schmeckt. Und hier, diesen wunderbaren Parmaschinken. Belegt mit Salbeiblättchen, Mozzarella eingepackt. Und die werden gleich in der Pfanne schön knusprig angebraten. Und das ist so etwas als Vorspeise, wo man sagt, jo, gib mir mehr davon. Jetzt machen wir als nächstes die Karotten. Du machst jetzt Karotten, Johann? Ja, ich mache Couscous. Und zwar habe ich Couscous hier mit heißer Brühe aufgegossen. Das heißt, das ist so ein Weizen, der gequollen ist und dann so kleine Kügelchen. Und jetzt brauche ich als nächstes dann dazu Karotten. Du hast das Ding gemacht. Du hast den normalen Couscous genommen, heiß Wasser drauf und stehen lassen. Ja, einfach nur aufgekocht einmal. Lass den Kühlschrank. Dann quillt er so auf. So, erstmal schauen wir hier, das ist ein perfektes Buttermilchmus hier von Matthias Steiner, meine Damen und Herren. Perfekt. Ja, ja. So.
Übrigens, Herr Lichter, damit kein falscher Eindruck entsteht, heute sind hier zwei Österreicher auf der linken Seite, gell? Damit hier mal kein falscher Eindruck entsteht, hier stehen mal zwei echte Rheinländer auf dieser Seite. So sieht's nämlich aus. Ne? So. Und du kannst mal glauben, du, wenn wir zwei, ne? Aber dann Hallöchen, aber richtig. Du. Man sieht uns auch an, dass wir beide so ein bisschen kompakt sind. Du kannst 66 Bärensuppe machen, bitte. So von der Größe meine ich jetzt. Von jetzt. Von der Höhe. Wir sind nicht mehr nach oben und unten gewachsen, sondern nur noch rechts und links noch. Ja. Wir waren die letzte Bastion, die die Römer abgehalten hat, über den Rhein zu kommen. So sieht's aus. Genau, danach sind die abgehauen. Das ist gut für mich, dieses Gespräch ist irgendwie schlecht für mich, oder? Ich finde die sehr süß für dich. Okay, ja gut. Ja. Da finde ich das auch. Nee, du siehst ja sehr, ne? Also insgesamt. Sag mal, wie ist das denn eigentlich als Frau, als Comedian? Gibt es ja nicht viele, die wirklich gut sind wie du. Es gibt viele, die es versuchen. Es gibt aber schon ein paar. Es gibt ein paar, aber ja, nicht viele. So, was ist dann? Kommt jetzt, geht noch weiter? Ja, in dieser Männerwelt, da gibt es ja auch so ein paar, die da unterwegs sind, wo man denkt, Mensch, die sind ja lustig auf der Bühne, knapp sind sie von der Bühne runter, denkst du, Alter. Muss ich jetzt Namen nennen? Nein. Nicht. Gibt's aber. Ja, habe ich schon mal welche auch schon. Ja, ich auch. Ich habe auch schon mal so einige kennengelernt, wo du denkst, Mensch, denkst aber auch schade. An anderen Leuten, die vorher schon nicht komisch sind, die nachher auch gar nicht komisch sind. Also die Fallhöhe ist ja immer nur größer beim Comedian. Ja, stimmt. Da merkst weil du der soll ja lustig sein, aber dann weiß man ja nicht, ob er könnte aber so lange woanders gucken, wenn er wollte. Ja. Ja. Ist er als Frau schwieriger? Als Mädchen? Oder nehmen die mehr Rücksicht? Nee, das ist mir egal, ob die Rücksicht nehmen. Ich stelle mir die Frage ja immer gar nicht. Ich mache einfach. Das ist immer der Trick. Du musst einfach machen und gar nicht so, du musst gar nicht so tun, als wenn du eine Frau wärst. Also ich mache einfach. Ja. Sag mal. Wie, was? Johann, wat? 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 Was willst du? Mich interessiert jetzt mal, woher kommen die ganzen Gags? Tja, Johann, wenn man so jemand neben sich hat, wie ich jetzt bei dir, dann kommen die von alleine. Die schreibt das Leben. Ja, aber die schreibt da Leben. Die kommen ja, ne? Einfach so, wenn man das, die Welt so betrachtet. Die Welt ist ja an sich, ist der Mensch ja bekloppt. Ja. Ne? Das ist ja super für uns. Ist das wirklich so? Ja. Also beim Horst habe ich mal einen anderen Eindruck. Nein, der Horst ist super bekloppt, das ist schön. So, Moment! Ja, das, ja, ja. Wie heißt dein neues Stück? Mittelmeer. Erwachsen werde ich nächste Woche. Das ist sehr schön. Ist aber auch gelogen. Ja, ne, heißt nur so, aber mache ich nicht. Ist ja Quatsch auch. Erwachsen werde ich nächste Woche, Johann. Das kann man sich so als Lebensziel nehmen, würde ich fast sagen. Du. Oh, guck mal, Johann macht Eis. Nein, wir machen jetzt eine sehr schöne Bärenkaltschale, und zwar Beeren mit Prosecco. Sonst noch was? Ein bisschen Zucker ist drin. Eiswürfel rein. Eiswürfel. Und jetzt ist das Ganze richtig schön erstmal cremig mixen und dann Zitronenschale machen wir rein. Gut. Und nur das Ganze nachher durch den Sieb passieren, ja? Und dann her später kommt die Kaltschale mit Früchten und mit dem Buttermilchmus auf einen Teller. So, schön jetzt mixen erstmal. Und ich mache jetzt hier vorne die Karotten, die werden gerade langsam geschmort hier. Dazu kommt jetzt etwas geriebener Ingwer und auch Knoblauch. Sag mal, Matthias, wie bist du da drauf gekommen, dass du Gewichte stemmst? Ja, weil ich nichts anderes konnte. Naja, ist ja blöd, ne? Aber jetzt mal ganz ohne Quatsch. Naja, also ich habe Fußball gespielt, Tennis, Tischtennis, alles Mögliche, was man so macht. Als Kind vom Fahrrad war ich abhängig in Österreich, gibt's ja keinen öffentlichen Verkehr. Und da möchte ich also jetzt nicht falsch verstanden wissen, meine Damen und Herren. Mein Vater hat Gewicht eben gemacht und ich wollte dann immer das machen, was Vater macht. Und ach, der Vater macht er hat mich eigentlich abgehalten davon, weil er meint, da gibt es keine Zukunft und er hat zum Glück nicht recht behalten. Ja, das stimmt, bei dir ja jetzt wirklich nicht. Ne? Weil du bist ja, glaube ich, einer der berühmtesten Gewichtheber überhaupt und nebenbei auch noch einer der erfolgreichsten überhaupt. Das eine bringt das andere mit sich. Jetzt kannst du schön durch Sieb passieren, dann bitte. Sag mal, Matthias, wenn man so aussieht wie du und dann so stark ist, hat man dann auch so Freunde, die einen ständig anrufen, wenn die umziehen wollen? Die Frage gibt du, Matthias, ich habe da ein Klavier und das schreit nach dir. Oder so? Es ist tatsächlich so. Also, ehrlich? Ich würde dann schon verlangt, weil einfach das Verständnis für den Spitzensportler auch nicht da ist, der ja dann den freien Tag zur Erholung braucht. Und ja. Also, von der Last her wird es gehen, aber es ist doch alles ein bisschen unbequem anzupacken, so ein Klavier oder ein Schrank.
Ja, vor allen Dingen, wenn man so gut absetzt, ne? So spontan ist da ja auch viel kaputt, ne? Ja. Bei dem Klavier, meine ich. Du unterstellst aber das kann man mir auch nicht als Training dann verbuchen. Du unterstellst mir kein Feingefühl. Doch, hast du mit oder? Sicherheit. Jede Hab Note fällt einzeln. Hier mit dem... Hier. Ja, nimm einen Schöpfer. Und das ist so schön langsam hier durchdrücken jetzt. Okay. Na ja, wie ist es bei dir, wenn du auf so eine Party eingeladen wirst? Sagen die da auch schon mal, sei doch mal lustig jetzt? Ich habe mal in der Disco einen Mann kennengelernt, der hat zu mir gesagt, erzähl doch mal einen Witz. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn beruflich? Dann sagt er, ich bin Bäcker. Dann sag ich, back erst ein Brötchen, dann erzähl ich dir einen Witz. Und dann, ja, was soll das denn? Ja. 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 Aber besser ist wirklich, erzähl doch mal einen Witz, geht ja noch. Wenn die Leute sagen, sei doch mal eben komisch, das ist aber auch total beknackt, oder? Ja, gibt ja so Leute, ne? Ich habe auch gesagt, wenn du nochmal sagst, werde ich gleich komisch, aber... Dann findet er das nur nicht mehr komisch, das ist richtig, ne? Ja. So, jetzt kann man mal sehen hier vielleicht für die Zuschauer, das Hühnchen. Kann man das Hühnchen gucken in der Tüte. Das wird jetzt hier schön etwas hell von der Farbe her. Und dadurch ist nachher beim Braten her am Ende, ich tue es noch kurz anbraten, gleichmäßig gegart und richtig saftig. Ja? So. Coole okay. Nummer, ne? So, dann machen wir jetzt... Wo ist der Prosecco? Ja, der schon Prosecco ist verarbeitet hier drin. Ach so. Das ist aber schade. Oh, mal kosten. Nimm mal Löffel, warte, ich hab Löffel da. Ja, also ich wollte gerade trinken. Ja. Hier ist ein Löffel, ja. Das ist eine Bärenkaltschale. Die habe ich mir auch anders vorgestellt. Wie anders vorgestellt? Ja, ich habe mit dem Lanz letztens gesprochen, der war am Südpol. So eine Bärenkaltschale sieht da ja völlig lebendiger aus. Ist aber lecker. Lecker? Ja. Dankeschön. Ist ganz lecker, oder? Ist ganz meine lecker. Damen und Herren, ich koche hier gerade hier Mozzarella mit Lachs. Und was gibt's hier noch? Ja. Sieht super aus, oder? Ja, also. Nee? Ich muss sagen, sehr kreativ. Hast du diese Spitze bemerkt? Ich habe das wohl bemerkt, ich ignoriere es. Ja. Du kannst hinten die Stiele abbrechen, wenn du möchtest. Ach so, ja. Probier mal deine Salatsoße, wie die schmeckt. Die schmeckt super. Ich meine, Johann ist natürlich nur so mutig, weil er den stärksten Mann der Welt neben sich hat. Richtig, aber im Prinzip ist stark sein, wenn wir sind ja brutal dafür. Wir sind brutal. Brutal und schnell. Und giftig. Ja. Das kann ja unglaublich giftig sein. Schmeckt das oder versuchst du das zu überspielen, was du da gerade gegessen hast? Nee, das schmeckt. Ah. Ist lecker. Schön süß. Ja. Schmeckt es interessant? Nein, das, nee, ich finde es lecker. Pass auf, jetzt kommt Johann. Mit dem spitzen Löffel kommt er schon an. Ja, ja. Schmeckt dafür ganz schön. Guck mal, wie der schon rührt, weißt ja. du? Ja. Der macht eine Emaille-Schale schon blass, wenn die da reinguckt. So. Also, zunächst mal würde ich sagen, sieht aus wie vom Tod erschrocken. Oh, was? Vom Tod erschrocken, weil der eine dicke Lippe macht wegen dem Matthias, was? Was soll das sein? Salatsoße. Das ist Salatsoße. Und die ist sehr lecker. Nimm nicht zu viel. Ah. Johann, du kannst dir heute Nacht deine Füße selber wärmen. Die ist ja noch nicht fertig. Also Horst, ich gebe dir selber. Ach Matthias, ich stand hinter dir. Ich dachte gerade, wir sind auf eine grüne Studiowende. Ich gebe dir einen guten jetzt Rat. Ja, wir nehmen das raus. Nein. Doch. Das nehme ich gleich raus. Das Rezept solltest du dir mal merken. Das ist gut. Ja, ja. Ja. Aber so ist er. Wenn er will, kann er. Ja. Wenn er will, kann er wirklich. Ne? Jo, der hat nämlich jetzt Angst bekommen, dass er heute Nacht alleine schlafen muss. So. Ja? Was darf ich noch mal? Jetzt machen wir. Was nächstes? Fällt mir gerade was ein, du. Graben die Bärlauchbrust an. Ja? Und zwar hier. Kannst du jetzt machen? Da eine Pfanne hin. Die tun wir jetzt gleich raus. Was ist das denn hier, Horst? Ja, so mal ich in meiner Freizeit, Johann. Guck mal, meine Ceranfeld-Ballerina.
Ist das nicht süß? Na, also, geht doch. Ja. Ja, guck mal hier. Ja, guck mal hier, Onkel Hotti. Aber das ist ja wohl, da, habt ihr das schon gesehen? Bitte das mal Großaufnahme zeigen. Hier, guck mal hier. Guck ja. mal hier. Das passiert, wenn man zu viel Bohnen isst. Natürlich habe ich das nicht selber gemacht. Sondern ich möchte sagen, ein riesen Dankeschön an Christina Nagel aus Dänemark. Aus Dänemark? Ja, liebe Christina Nagel aus Dänemark, Dankeschön. Sehr, sehr schön gemalt und wir sammeln sowas natürlich weiterhin. Ja. Wobei ich sagen muss, so eine Taille hat Johann nicht. Hast du eigentlich gesehen, dass du Rosen im Dekolleté hast? Guck mal da oben, da sind Rosen im Dekolleté. Und dabei hast du abends von mir noch Rosmarin da drin. Der dunkle Bart stimmt aber auch nicht mehr auf dem Foto, oder? Auf dem Bild. Bei mir? Der dunkle, zu dunkel. Zu dunkel? Mhm. Meinst du, meiner ist langsam so ein bisschen... Ich werd ja blond im Alter. Friedhofsblond. Friedhofsblond. Geh rüber, du! Friedhofsblond. Aber guck mal, ist das... Ja. Geht schön anbraten, gell? Und also, zwar schön hier hin. So. Geht schön. Jetzt gehen wir dazu ein bisschen... Rosmarin, oder? Thymian. Probiere ich mal meinen Spinat. Und Rosmarin hier. Und Butter. Du haben wir Butter? Butter haben wir hier. Ja. Jetzt schön mit Butter anbraten, liegt die Perlenbrust, damit die schön saftig wird, ja? Ist das ein Horst-Lichter-Rezept, oder? Bitte? Ein Horst-Lichter-Rezept? Nein. Das doch so viel Butter. Ich koche ein bisschen mit Butter, ja. So, jetzt tut die schön immer glasieren mit der Butter, damit die schön cremig wird. Ich mache jetzt hier den Couscous fertig. Ich habe hier die geschmorten Karotten, jetzt kommt Couscous dazu. Jetzt weiß ich, was blockt. Ne? Dann kommt dazu Pinienkerne und Spinat, kurz ansortiert. Beides geröstet vorher. So. Dann kommt dazu etwas Pfeffer. Und etwas Salz. Und Schnittlauch. Und jetzt tun wir das alles schön verrühren. Weniger Hitze da. Muss das irgendwann mal gewendet werden, oder? Was machst du jetzt? Ich mache eine Sauce Hollandaise, Johann. Ich hasse das ja, dieses Aufschlagen von so einer Sauce Hollandaise. Das ist ja einer mal Loche, du, und wenn der Pech hast, ruckzuck ist kaputt, du. Also, ja. Weißt, meine Hollandaise, die ich mache, wird nie aufgeschlagen. Redest du die, oder was? Nee, ich wette mit dir jetzt. Wo drum? Wo drum? Dass du... Mmh, lecker. Probier mal her. Matthias, probier mal. Hier ist ein neuer Löffel, komm her, hier. Hab schon. Und dann probier jetzt mal hier diesen Couscous mit den Karotten. Sehr lecker. So, die Brust schön braten. Johann, du wolltest mit mir wetten. Guck mal hier. Oh, die Karotten sind sehr bissfest, ne? Sehr bissfest? Mhm. Ja. Zu hart. Nicht? Halt einfach die Klappe jetzt, Mensch! Aber lecker. Sehr lecker. Ja. Das sind Menschen, verstehst du? Die lade ich zum Kochen ein, dann haut er mich in die Pfanne. Das ist mal richtig. So, ich bin jetzt. Aber ziemlich mutig, Johann. Weißt du, wie kannst du zu so einem Kerl sagen, halt die Klappe, du? Okay, jetzt kann man. Als nächstes machen wir jetzt. Achso, Sauce Hollandaise. Ich schlag die nie auf. Wieso nicht, Johann? Aber du kannst sie doch nicht hier auf den Ofen setzen und sagen, werd mal hart. Gut, ich zeig sie dir jetzt. Und zwar, ich mach, haben wir so viel Zeit noch? Ja, wir haben noch Zeit, komm her. Adias, wir machen das jetzt. Wir nehmen jetzt Folgendes. Du weißt ja, wenn du die Wette verlierst, dann nenne ich dich nur noch Zeran. Nee, wie nenne ich ihn? Wie soll ich ihn nennen? Gib mir her. Eigentlich ist schon. Dann nenne ich ihn nur noch mein weich gekochtes Eichen im Ballerina-Kleid. Ich mache Folgendes. Ich nehme jetzt hier Weißwein. Ja? Habe ich auch genommen. Ich nehme ganz wenig Sahne. Habe ich nicht genommen. So. Ich gebe jetzt hier rein ein ganzes Ei. Ein ganzes? Ja. Ich habe nur Eigelb genommen. So, dann gebe ich hier rein auch 3 Eigelb. Aha. Aber deine sieht schön aus schon. Meine ist schon hübsch. So. Ja? Und ich glaube, die schmeckt auch. Übrigens bitte die Kameras alle umdrehen. Falls es schief geht. Ja, so. So. Dann gehen wir rein.
Etwas Salz, etwas Pfeffer. So. Habe ich auch drin. Jetzt pass auf, jetzt tun wir es hier erhitzen. Deutsche Schneebesen. Na, Schneebesen da, ja. Und zwar Schneebesen. Erhitzen wir das jetzt hier. Besorgen wir dir mal ein Sieb. Matthias. Ein Sieb. Unterm Tisch vielleicht haben wir eins. Jetzt probier mal meine hier. Ah ja. Ist aber schön. Lecker, ne? Zitrone. Schüttelrahmer. Ja, ist der Zitronen. Ja, ja. Merkt man. Ja, ja. Der schlägt doch trotzdem auf, oder nicht? Was ist das denn? Ja, du schlägst doch jetzt gerade auf. Nein, ich rühre das nur. Moin. Ich rühre nur. Nein, Moment! Locker bleiben, Leute, locker bleiben. Du merkst schon, dass ich hier gemobbt werde. Ein bisschen schon. Was mach hier bitte Aufschlagen. Mach bitte Zitronensaft rein, bitte. Ja, er rührt langsamer, ne? Mach Zitronensaft hier rein, Matthias. Wir haben aber keine Beißen. Hier habe ich Zitronensaft. Haben wir noch? Ja, hier ist Zitronensaft. Mach bitte rein hier. Soll ich das nehmen vom Post? So, ja, ja. Da hier rein, da rein, da rein. Ja, also. Ist zu viel, aber macht nichts. So. Man kann ihm nicht so schnell was machen, ne? So. Jetzt schütten wir das hier rein, ja? So, durch ein Sieb. Dann schütten wir dazu die Butter. Durch Sieb? Nein, hier rein. Ja, stell mal ab, weil das wird schwierig. So. Also bis jetzt habe ich ja Gefühl, das ist mehr Arbeit. So. Okay, jetzt haben wir hier sowas. Eine so eine Flüssigkeit. So. Eine so eine Flüssigkeit haben wir jetzt. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Eine so eine Flüssigkeit? Ja, eine so eine. Und er hat ja auch bis jetzt gar nicht geschlagen. Nee, so. Gerührt nur. Nur gerührt. So, ja, mein Freund. Jetzt mache ich die 100 Portionen Hollandaise und du wirst nichts mehr schlagen. Das füllen wir jetzt hier ein. Ja. So. Sieht gut aus. So eine Flüssigkeit nur, ja. Guck mal. So. Ungeschlagen. Ja, Gott sei Dank. Das ist ja der Unterschied zwischen gerührt und geschüttelt, ne? So. Wo kommt das denn raus, Johann? So, mein Freund. Noch eine zweite Kapsel. Noch eine Kapsel? Ja, klar. Ich meine, ist ja auch billiger in der Herstellung als meine, ne? So. Ja? Man nimmt sich so ein bisschen Zeit, ein paar Kapseln. Wichtig, nicht schlagen, sondern rühren. So, und jetzt? Das Schöne ist, sowas kann man zu Hause völlig entspannt nachmachen. Weil man ja nicht schlagen muss. So. So, und jetzt, mein Freund. Ja? Ach, guck mal, die ist ganz dick. Ja, ja, die ist dick geworden, ja, obwohl er nicht geschlagen hat. Und jetzt wette ich mit dir, dass ich aus dieser Flasche für das ganze Studiopublikum Hollandaise mache. Für ganz schön, für 800 Mann? Guck mal her. Perfekte Hollandaise. Wenn der ist zu viel, dann kann ich den Schnäuzer abschneiden. Warte mal. Ich verteile mir das mal so ein bisschen hier. Ja, bitte sehr. Dankeschön. Das ist auch gesund, oder, ne? Ich weiß ja nicht, ob das gesund ist. Das ist aber schaumig. Also drei Löffel hast du deine 8000 Kalorien weg. Ja. Aber lecker, ne? Ja. Lecker. Jetzt kommt da nichts mehr raus. Aber drei Löffel waren's. Aber ich muss schon sagen, Johann, geschmacklich waren die drei Löffel super. Ja. Kommt nichts mehr, ne? Ja, aber es ist doch nicht normal. Geh mal auf, dann explodiert. Das ist doch nicht normal, du. Johann, hier liegt eine Vanilleschote rum. Oh. Ich hab die, glaube ich, vergessen. Egal. Macht nichts. Solange wir keinem was davon sagen, merkt's keiner. Okay. Na, guckt ja keiner zu. Das mischen, oder? Ist zu spät. Komm, jetzt mach deine Suppe anrichten. Jetzt kommst du noch mal kurz rein. Guck mal, schon schreit er dich wieder an. Johann, wieso kommt denn da nichts mehr raus? Passt. Mach deine Suppe an, wo soll ich sie hinmachen? Hast du eigentlich deine Wette jetzt verloren, Johann, oder gewonnen?
Brust eine Kapsel gefällig. Ja, danke schön. Fürs Knie. Ja. Möchtest du noch eine Kapsel haben? So ein Druck ist ja schnell weg, Johann, ne? Du sollst nicht immer von dir auf andere schließen, ja? Okay? Aber ich finde, das ist ein Riesenapplaus wert. Endlich mal eine Hollandin, die nicht geschlagen wird, ja. Hast du noch eine Kapsel da? Eine Kapsel? Ja. Du, ich könnte dir noch ein paar Kapseln besorgen, wenn du möchtest. Hast du noch eine? Ich besorg dir eine. Nee, ich mach's nach der Sendung. Nee, komm, ich guck jetzt. Ich besorg dir eine Kapsel. Ich muss kochen jetzt. Kapsel. Lass mal die Flügel auf. Hat jemand von Ihnen eine Kapsel bei? Zufälligerweise eine Kapsel. Du, erst haben Sie nicht immer so eine Kapsel bei? Ich meine jetzt nicht eine Tablette, sondern ich meine die Kapsel. Ist ein toller Mann, ne? Der ist ein Superrein, oder? Ja, ne? Ist ein Superrein. Der ist auch hübsch, ne? Der Herr Lafer. Ja. Ja, und der kann Hollandaise machen, ohne zu schlagen. Ja, praktisch, ne? Ich besorge dann noch mal eine Kapsel. So. Räum schon mal auf. Das ist lieb. Hallo? Hallo, Werner? Schrei die Leute nicht so an, Johann. Entschuldigung, hab ich verstanden. Werner? Hier ist Johann Lafer von Lafer Lichter Lecker. Guten Tag. Sind Sie Frau Werner? Ja. Hui. Woher kommen Sie? Ich komme aus Homberg an der Efze. Oh, wo ist das? Das ist in Hessen. Ach, in Hessen? In der Nähe von Kassel. Ich habe mal eine Frage. Wir haben gerade ein Problem. Wie machen Sie das aus Hollandes? Die schlage ich. Vielen Dank für den netten Anruf. Ich reich Sie weiter. Hallo, junge Frau. Endlich mal jemand am Telefon, der weiß, wie man kocht. Hier ist der Horst Lichter. Darf ich Ihnen helfen? Sie dürfen mir helfen, wenn wir jetzt schon bei der Soße Hollandaise sind, habe ich da wirklich eine Frage. Weil wenn ich die schlage, ist es mir schon passiert, dass die geronnen ist. Das kann passieren, ja. Ja, und kann man die dann noch benutzen? Ich meine, kommt natürlich darauf an, wenn man die so macht wie der Herr Lafer, wie viele Kapseln man hat. Aber bei einer normal aufgeschlagenen Soße Hollandaise reicht ein kleiner Tropfen heißes Wasser, was man langsam reingießt und dann aufmontiert. Das heißt, langsam rühren und man sieht dann, wie die Hollandaise wieder eine Bindung bekommt. Oder aber man nimmt noch mal ein frisches Eigelb und schlägt mit der geronnenen noch mal neu auf. Dann funktioniert das. Und sieht dann auch wirklich gut aus, oder? Weil das Auge ja mit ist. Das sieht dann gut aus, weil wenn die nicht mehr geronnen ist, ist sie wieder hübsch. Ja? Aber der Herr Lafer hatte gerade auch noch was. Nee. Johann? Doch, du hattest gerade noch was. Oder man nimmt noch eine neue Kapsel. Oder noch eine Kapsel. Ja, was denn für eine Kapsel? Das Rezept, verspreche ich Ihnen, schicken wir Ihnen. Weil Herr Lafer macht auch Soße Hollandaise ohne zu schlagen. Dafür braucht man nur 26 Kapseln. Aber das schicken wir Ihnen. Das ist aber nett. Ja, da freue ich mich. Sehr gerne. Vielleicht bringe ich es einfach persönlich vorbei. Können Sie gerne kommen. Tschüss. So. 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 Johann, mit der Wetteinlösung. Na, das Problem ist wirklich, da ist irgendwas kaputt bei der Flasche. Das funktioniert hundertprozentig, Horst. Jo. So, schneidet sie draus. Schau mal hier. Das Mousse von Matthias kann man jetzt in Würfel schneiden und setzt es da oben rein, bitte. In deine. Und ich zeige euch jetzt mal hier, wie diese Perlhombrust geworden ist, ja? Oh, du machst das sehr schön. Aber da merkt man direkt wieder doch, du bist Mädchen. Weißt du, du machst so hübsch. Ja. Ne? Ich gucke es mir erst an und dann esse ich es auf. Ja. Weil bei Männern sieht das ja manchmal schon mal ganz anders aus. Aber ne? Ist ja Johann auch ein Mädchen. Johann ist auch ein Mädchen, ja. Horst, ich habe jetzt eine Bitte. Ja, Johann? Darf ich etwas von deiner Soße Hollandaise haben? Aber gerne. Moment. Wenn du wüsstest, was mir das für eine Ehre ist, Johann. So, Matthias.
Aber jetzt guck mal hier hin. Also, trotz allem Spaß. Guck mal hier. Perfekt gebraten, rosa hier. Perlhumbrust mit dem Couscous. Wahnsinn. Ungefähr so ein Stück. Wie groß soll das werden, Johann? So, warte mal, so ein Stück jetzt. So, genau. So ein Stück da. Ja, genau so. Ich schmücke auch noch ein bisschen. Gut. So, jetzt da. Ja, du schmückst gerne, ne? Ich schmücke gerne, ja. Ist das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Nein. Johann ist ja auch so ein Schmücker. Ja. Der hat schon mal ein Dessert gemacht mit 40 Rosen obendrauf. Und hat dann allen gesagt, die kann man essen. Die das Rosen. Stimmt aber nicht. Doch, man kann. Er hat nur nicht gesagt, was danach passiert. Was passiert denn danach? Hier, guck mal hier. Es geht einem dann so gut, dass man danach bei einer, hier so einem Gartencenter arbeiten kann, weil man Torfpupser macht. Du gehst aber schon gewaltig damit um, ne? So. So. So, meins ist auch hübsch. Sag ich mal, ja. Ja, ich meine, ist jetzt nicht so hübsch bunt. Aber wir können damit an den Tisch gehen, wenn du möchtest. Ja. Bei Mirja ist schon hübscher. So, komm, wir stellen es hier hin. Hier vorne, tun wir ein paar Kerzen auf Seite. So, du hast sogar zwei Teller gemacht. Ja. Super, dann dürfen wir ja wirklich mal hier essen. So. Soll ich hier hin? Ja, bitte schön. Da fehlt noch ein Salbeiblatt. Wo ist denn das jetzt? Hui, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass da noch eins fehlt. Du. Das hat ein genaues System, ist egal. So, Matthias, komm. Mathis. Reicht jetzt vollkommen. Guck mal hier. Wir waren ja wunderschönes Dessert hier. Na ja. Wir haben auf jeden Fall Rennen gewonnen. Das ist richtig. Was für Rennen? Wir waren früher fertig. Ja, so. Komm, Johann, jetzt gib wieder Wein. Setz dich hin. Gut. Machen wir später fertig. Ah, da kommt er noch mal mit der Patrone. So, jetzt muss man erst mal sagen, dass wir heute zwei ganz tolle Gäste hatten. Vielen Dank. Sehr liebe Gäste. Na ja, danke schön. Matthias. Zum Wohle. Sophie. Johann. Zum Wohle. Und ich möchte eins. Der Wein hat so viel Kork, da kannst du einen Baum wieder pflanzen. Johann, im Fernsehen darf man nicht sagen, der Wein ist fantastisch. Sensationell. Also den trockengelegt können Sie 400 Korken von machen. Ne? Ich möchte auch noch ganz kurz erwähnen, dass das wirklich funktioniert und eine ganz tolle Idee ist. Nein, funktioniert nicht? Liebe Zuschauer. Ist verloren. Falls Sie wissen wollen, ob da wirklich was rauskommt, müssen Sie nächsten Samstag reinschalten. Viertel nach vier. Tschüss.